Der Rücktritt von Sebastian Kurz vom Amt des Bundeskanzlers ist ein richtiger und wichtiger Schritt für die künftige Regierungszusammenarbeit in Verantwortung für Österreich. Mir ist immer wichtig gewesen, dass wir diese Verantwortung für unser Land und alle Menschen, die da leben, gemeinsam wahrnehmen. In dieser Verantwortung geht es auch darum, vor allem Stabilität zu garantieren. Wir haben hier mehrere Varianten avisiert in letzter Zeit. Jetzt ist eine Variante gewählt worden, die wir dem Regierungspartner der ÖVP vorgeschlagen haben. Die ÖVP hat Außenminister Schallenberg zum Kandidaten für das Kanzleramt vorgeschlagen. Dies bedeutet, dass wir die Regierungsarbeit auf Basis des Regierungsprogramms fortsetzen können. Da sind viele wichtige Projekte drinnen für die Menschen in Österreich. Es ist vor allem jetzt möglich, ein Budget zu verabschieden. Wir können das Budget gemeinsam einbringen. Das war dem Bundespräsidenten zu Recht sehr wichtig. Wir können viele Projekte finanzieren und wir können etwa das letzte große Projekt, das wir ja eben erst verhandelt haben, die ökologisch-soziale Steuerreform, weiter vorantreiben. Dieses alles habe ich mit Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen, mit Sebastian Kurz und mit Außenminister Schallenberg telefonisch besprochen. Darüber hinaus werde ich Alexander Schallenberg morgen zu einem Vier-Augen-Termin treffen. Vielen Dank. Danke noch einmal für Ihr Kommen. Herr Kurz, habe ich Sie richtig verstanden? Wir haben die Variante vorgeschlagen.